Ja, willkommen zu einem neuen Video, nämlich ein neuer Plasma-Sturm-Binder. Ich komme gerade von der Nachhilfe, aber ich werde mal nicht über die Karten hier drin reden, also ich werde die zeigen. Und dann ich erzähle euch mal eine Geschichte, die gerade passiert ist. Also, ich saß in der Straßenbahn. Da stieg dann an der Haltestelle so ein Betrunkener ein und so in der Nähe von mir, da saß so eine Oma, also so eine ganz zärtliche. Naja, also jedenfalls, da geht der Besoffene, fängt erstmal so ein bisschen an rumzubrüllen, da geht der auf die Oma los, da schlägt er die blutig. Und ich und so ein Russe, wir hatten vorher schon so Blicke ausgetauscht, also, was sind das für einen und so. Und da, auf immer fängt der an, der Oma hier, also das kannst du nicht erzählen, da schlägt er die blutig im Gesicht. Und da, das sind der Russe und ich, also keine Ahnung, ob es ein Russe war. Da sind wir auf den los, also der kam so von hinten, hat den so gepackt und umgeruppt und hat sich so auf den Tropf gesetzt. Hat er hier so am Hals, hat er den so auf den Boden gedrückt. Und ich habe da hier dann Notarzt gerufen und so, da ist die Bahn auch angehalten und alles. Also der Besoffene, der war schon... Naja, also die Oma, die haben sie dann ins Krankenhaus gebracht. Also was mit der passiert, das wissen wir jetzt nicht. Aber der Besoffene, den... haben sie dann abgeführt, also Polizei, und ja, also das ist schrecklich. Also wie kannst du einfach so in der Straßenbahn eine Oma im Gesicht blutig schlagen? Das setzt ja der Verstand aus. So, also wie findet ihr, dass das der Besoffene die Oma blutig geschlagen hat? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und ja, es geht jetzt nur um die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, um nichts anderes. Also, und ja, wenn ihr hier was braucht, meldet euch in den Kommentaren. Oder wenn ihr auf Skype seid, schreibt mir gleich auch einen Skype-Namen. Weil dann müssen wir nicht auch so lange rumschreiben. Sondern können das dann schnell auf Skype erledigen. Also, wie findet ihr, dass das so ein besoffener Oma, also so eine ganz kleine, die war noch kleiner als ich und ich bin... 1,72, 1,73. Naja, jedenfalls, wie findet ihr, dass der Besoffene die Oma blutig geschlagen hat? Schreibt es bitte in die Kommentare, weil das geht echt nicht. Okay, also dann bis zum nächsten Video und tschüss.